hier, sind wir hier eigentlich noch im Dschungel? Nee, ne? Ja, wir rennen gerade zurück in den Dschungel. Terraria ist einfach zu komplex für mich. Einfach mal vorbeigehen, den Slime kaputt gemacht. Ach, hier ist ein Dschungel. Eieiei! Okay. Und jetzt da runter gehen, wo du eben warst, oder? Da. Lol. Eiskalt durchgeglitscht. Okay, warte. Wir müssen uns runterbuddeln. Los, du musst schneller machen, Ricardo. Bau zwei runter, nicht drei. Moment. Wie wir einfach schon keine Rope mehr brauchen, um wieder nach oben zu kommen. Weil wir einfach voll die übelsten Pros sind. Du nimmst das Erz ja gar nicht mit. Nö, brauchen wir nicht mehr. Oh. Das, Ricardo. Nimm das Erz immer mit. Ha! Drecksack. Doch, Jungle, hallo. Welcome to the Jungle. Ah, weiter ja, runter. Ja. Sieht, glaube ich, sehr stylisch aus. Oh, nice. Ein Herz für dich. Ha. Whee! Lass mal kurz hier rüber gehen, das Wasser außen vorlassen. Wer buddelt denn was? Okay, das reicht. Wieder runter. Hoppla. Achtung. Oh, was soll das? Ich bin Spider-Man. Oh, viel zu viel Wasser. Glaube ich aber auch. Habe ich eigentlich ja noch so ein Leuchtding dabei? Was beschwerst du dich? Du hast Schwimmflossen, Mann. Ich hab's ja aber gerade nicht ausgerüstet. Ich hab die Schuhe so, ausgerüstet. Da oben geht's weiter, ne? Vanisse! Guck mal, ich hab Schwimmflossen, Ricardo. Und er hat schon einen Stachel fallen gelassen. Achtung, Achtung, Achtung. What the hell? Warum so siehst du das Vieh schon? Tod und Verderben, Tod und Verderben. Herz für dich. Lol. Jetzt gibt's aber schon fast zu viel des Guten. Ja, da unten ist eine Kiste, ne? Wo denn? Da unten. Lol. Woo! Und was ist da drin? Ein Magic Mirror! Wo ist Belfer, wenn man ihn mal braucht? Ja, Belfer würde sich jetzt über den freuen. Alles drauf machen. Alles kaputt machen. Was macht mich denn hier noch? Du Arsch! Lol! Hol mal bitte, hol mal mein Schwert! Ich hab mein Schwert aus Versehen weggeworfen! Ich kann nicht. Verarschen? Warte mal, sie künschen. Kacke. Ha! Ja! Das fällt dir jetzt ein! Das fällt dir jetzt ein! Ich hab doch gesagt, warte, aber ich hab die Pistole noch nicht im Hand gehabt. Das fällt ihm jetzt ein, liebe Leute! Bist du ein Arsch? Au! 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 Ich sterbe. Ich will nichts kaufen. Ich sollte die Pistole trotzdem Arsch, noch in der Hand behalten. Es geht so ja viel einfacher. Nö, zack, tot. Echt? Nächstes. Du dumme Sau. Was macht mir jetzt schon wieder Damage? Ah, ich bin auf dem Weg. Ich baue mich jetzt, glaube ich, auch besser einfach hier ein.
Oh oh. Ich fühle mich hier wohl. Hast dich eingebaut? Ja. Okay. Komm gleich, dann metzen wir alles down. Bitte. Also, liebe Freunde, ihr merkt, es liegt nicht an mir, dass jetzt hier alles so ein bisschen langweilig ist für euch. Es liegt einfach daran, dass Ricardo richtig rumgenoobt hat. Es liegt an der Tatsache, dass Willi nicht seine Pistole benutzt hat. Ricardo hat einfach richtig rumgenoobt und, Am Arsch! Ruhig, sonst lasse ich dich sterben. Okay. So, mal ein bisschen rumprobieren jetzt hier mit so einem Tool. In der Corruption. Schön für dich! Ja, komm jetzt langsam mal. Ja, ich hab halt eben keine Hermes-Boots. Noch 1900 Meter, du bist verdammt langsam. Und ich bin vollgeheilt, das heißt, ich kann eigentlich weitergehen. Wie ich ihn einfach kaputt gemacht hab. Ja, da können wir direkt Jungle-Boss machen, wa? Wär ich auch für. Was kann der so? Die Bienenkönigin. Also, das ist der Softcore-Boss. Der Hardcore-Boss ist so eine Pflanze, die heißt Plantera. So ein übelst fettes Vieh. Und dann gibt's noch den Golem. Den bekommt man aber auch erst im Hardcore-Modus. Hardcore-Modus ist Spielverlauf 2. Weil wir ja auch voll Hardcore sind. Du nicht, ich schon. Nee, ich auch. Ich bin eigentlich der wahre Hardcore hier unter uns. Das weiß nur keiner. Definitiv. Vielleicht aber auch Defini hoch, man weiß es ja nicht. Defini hoch. Jetzt dürfte ich mal bitte die Fackel hier irgendwo ransetzen? Danke. So, wie tief geht das jetzt hier runter? Bisschen. Dank der Tatsache, dass ich hier schon ein bisschen weitergearbeitet habe, weil du ja wieder verrecken musstest. Ach, immer schön Hornissen alles töten, ne? Brauchen wir. Ja, ich bin dabei. Wir brauchen die Stacheln von denen. Oh, da ist noch eine goldene Kiste. Stacheln von denen für die Grasklinge und Dschungelsporen. Das sind so leuchtende Dinger. Brauchen wir auch. Shurikens, Tungstenbars und Wiederbelebungsband plus 4 Nahkampftempo. Haben wir hier nur 10 Stück davon, ne? Ich leg mein altes mal da rein. Nee, hol das mit. In die Kisten legen oder verkaufen. Okay, okay. Hier hinten ist also nur unnötiges Zeug. Oh Mann, da unten ist schon wieder so ein Vieh. Wo denn? Ah, da. Ich komme nicht dran mit meiner Pistole. Da unten sind Dschungelsporen, du hast getroffen. Autsch. Nice. Siehst du, wie OP ich bin? Da unten ist was Grünes. Was leuchtet da unten so grün? Das sind die Dschungelsporen. Und die bringen einem was? Brauchen wir zum Craften. Okay, was habe ich hier? Dschungelgras. Hier unten ist ein Herz. Und ich würde mal sagen, das ist meins. Jo, du hast es ja auch redlich verdient. Und hier unten geht's weiter. Da unten ist doch gar nichts. Am Arsch ist hier unten nichts. Guck mal, hier unten geht's weiter. Oh, was kommt? Hornisse. Oh Gott, ich geh drauf. Och Mann! Das scheiß Wasser! Was machst du denn auch schon wieder? Leg dir mal dein Schwert auf die 1, damit du mit dem Schwert auch mal zuhauen kannst. Hab ich. Ich hab die ganze Zeit auf irgendwas rumgehauen, aber ich glaube, ich hab nichts getroffen. Mein Schwert liegt die ganze Zeit auf der 1. Mann. Ricardo, du kannst doch nicht einfach so einen Kack machen.
Ich würde sagen, wir beenden jetzt auch mal langsam die Aufnahme. Bleib gerade mal zu Hause, Ricardo. Wir werden jetzt gerade mal an dieser Stelle die Aufnahme beenden, denn ich muss noch fertig machen und so. Ich habe nämlich gleich noch Fahrstunde. No. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, das war's mit der Aufnahmesession. Ich gehe dann mit Ricardo in der nächsten Folge wieder in dieses wunderschöne Dungeon hinein. Wir werden das alles nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, morgen 17 Uhr auf meinem Kanal Rockkartoffel LP. Hoffentlich auch wieder mit Ricardo. Tschüss und bis dann. Allez.